Moin Leute, Hammergeil, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir spielen wieder mal eine Runde Euro Truck Simulator 2 im Multiplayer. Und mit dabei sind der Kinderriegel aka Flo, der direkt hinter mir steht. Moin. Da hinten ist nicht die Spaßbremse, sondern die ich bremse gar nicht. Tobi aka Pandemic. Was geht? Und ganz hinten, wie soll es anders sein, der Slappy Joe. Hallo. So, wir fahren von Düsseldorf nach Kosice, war das richtig? F7, warte, nee, F6. Kosice, genau. Alles klar, dann fahren wir mal los. Vorsichtig. So, ich fahr voran. Erstmal. Okay. Boah, wer bremst denn hier schon wieder, Alter? Werde ich bei Flori. Das kann ja was werden. Er hat mir kein Gas gegeben. Oh Gott. So, 55, Leute, ne? Ja, natürlich. Und nicht am besten nicht alle hintereinander fahren, sondern immer versetzt, weil Desync und so, ne, ihr kennt das vielleicht von Arma noch. Das gibt's hier auch, dieses schöne Desync, dass dann einer auf einmal so 20 Meter nach vorne teleportiert wird und dann in dir drin steht, ihr beide euch verkeilt, überschlagt, ein paar Rollen dreht und irgendwo in der Walachei dann liegt. Ne, Tobi? Kann ich irgendwie ein Tempomat anmachen oder so? Tempomat heißt das. Tempomat. Ja, mit C. Du hast, ach nee, du fährst den hässlichen Mercedes. Ich weiß nicht, wie es bei Mercedes ist. Bei Volvo ist es so, da kannst du, wenn du C drückst, hast du in der Mitte des Display, also den Tacho. Und da steht dann auch die Zahl, welche in dein Tempomat eingespeichert ist. Ja. Ist auch hier so. Du guckst aber auch immer schon in den Spiegel, ne? Achso, apropos Spiegel, wie stellt man die denn nochmal um? Wie war denn das? F4. Da kannst du dann auch umstellen. Nee, das gab so eine Quick-Taste. Achso, F3. Okay. Nee, stimmt gar nicht. F2 war das. So. Ganz okay. Nah dran. Ja, ich guck rein. Hey, ich fahr 55, du fährst dann zu schnell. Ja, guck mal aufs Tempomat. Guck mal aufs Dach. Auf den Tacho. Auf GPS. Ja. Oh, ja, sag das doch mir mal. Mann, ey. Und ich wundere mich schon, warum ihr so hinter mir hinterher schleicht. Warum? Ja, weil 80 ist. Ey, wie gesagt, Straßenverkehrsordnung nicht meins. Geil ist, dass es bei mir nicht angezeigt wird. Im GPS? Wird nicht angezeigt. Drück mal F5. Drück mal F5. Ja. Ja, und jetzt links hast du in der Ecke vom von deinem GPS unten rechts in der Ecke eine 80 stehen. Ja. Solltest du eigentlich. Und oben drüber über Navigation steht deine tatsächliche Geschwindigkeit. Ja, bei mir steht das nicht, wie viel ich fahren darf. Hast du rechts überhaupt ein Fenster offen? Rechts unten in der Ecke? Ja. Und da siehst 5, du... 6, 7, 8. Da sehe ich, wie lange ich noch brauche, wie weit die Strecke noch ist. Und die Straße siehst du, ne, auf der du fährst? Ja. Leute, dann müsste ja aber eigentlich auch das Tempo angezeigt werden. Ich muss unbedingt mal das auf die Pfeiltasten setzen. Was? Hier, damit ich Gas gebe und so. Da habe ich... Wo hast du denn sonst? Automatisch. Was für Tasten hast du denn sonst? WASD. Ernsthaft? Ja. Ich ja auch. Das ist so anstrengend. Nö, ich hab's auch auf WASD. Nee, weil ich es wenig gewohnt bin, einfach durchgehend immer drauf zu drücken. Ja, musst du ja nicht. Du hast doch ein Tempomat. Ja, aber ich hab die Geschwindigkeit noch nicht erreicht. Ich hab Gas. Ich bin schon lange bei 85. Ja, ich auch. Ja, tut mir leid. Ich bin halt eine alte Schnarchtante. Musst halt so ein Volvo wie ich fahren. Ich fahr den gleichen wie du. Ja, anscheinend ja nicht. Also ich war ja in Jimmys Tuning-Werkstatt. Nächste Tankstelle. Musst du tanken? Ja, in 1000 Kilometern. Ja, das sollten wir noch. Das ist ein Scherzbold. Das sollten wir schaffen. Nee, aber mein Tank ist echt fast leer und kommt trotzdem noch 1000 Kilometer. Ja, meiner ist voll, ich komme noch ein paar Kilometer. Ich komme auch noch 2384 Kilometer. Wie schaltet man? Achso, 2382 komme ich, ja.
Was? Wieso kommt alle so weit? Ja, weil mein Tank voll ist. Ich habe 761 Liter Intus. Wie macht man 60. Das? Wie macht man was? Wie sehe ich sehen kann, wie weit ich noch fahren kann? Bist du im Innenraum, also First Person? Ja, dann drück I. Dann drück I. Also ich bin dafür, wenn wir irgendwann zwischendurch nochmal einen Halt einlegen, ich fahre hinten. 1500 Kilometer kann ich noch. Ja, aber einfach so ein Slappy fährt mit weiter vorne. Mit langsamsten. Wir fahren alle 85. Ja. Aber von der Beschleunigung bist du langsamer als wir. Ja, bergauf vor allen Dingen, weil du nur ein Drecks Mercedes fährst. Hallo? Oder Majestics, wie er hier heißt. Ich fahr das noch nicht so lange. Ja, macht ja nichts, trotzdem. Trotzdem bist du langsam. Es liegt einfach an der scheiß Karre, die du fährst. Ich weiß nicht, alle, hier sind eigentlich alle LKWs scheiße, außer Volvo und Scania geht auch noch. Also kommt drauf an, welchen man nimmt, gehen die auch noch. Aber ich finde DAF und Majestic finde ich scheiße. Ist interessant. Hallo? Ja, genau. Ja? Hast du dich vorhin nicht noch beschwert, dass du diese Rundumleuchte nicht magst? Sie dich übel aufregt? Ich sehe sie ja nicht. Also ich sehe sie schon, dass sie links von mir, rechts von mir und vorne auf der Straße immer wieder so biu, biu, biu vorbeifliegt. Bei mir überhaupt nicht. Ja, ich sehe meine. Und ich mag das, ich liebe das. Alter, okay, im Rückspiegel sehe ich es, also links der Spiegel. So Leute, ihr seid ganz schön weit weg von mir, kann das sein? Ja. Also ich fahre wirklich 85. Ich fahre mal ausnahmsweise nicht schneller. Der Ding ist, ich kann es nicht schneller als 110 fahren. Wenn du schneller fahren würdest, dann wärst du ja auch nicht so weit weg. Ne? Davon mal abgesehen. Ich werde zum Überholen dann. Soll er ruhig machen. Tobi kommt jetzt eh zu mir nach vorne. Mein Schnuckelchen muss ja zu mir. Alter. Zweispurig war das, ne? Nicht, dass ich gleich wieder schön auf dem Teil sitze. Ja. Notfalls kannst du auch rechts runterfahren und rechts wieder hochfahren, also von daher... Ich habe über den Rastplatz. Ja, ich guck so, was machst du da, Alter? Ey, das ist nicht sehr nett, ne? Also ich fahr 85 und trotzdem seid ihr alle schneller. Ja, ich muss ja hier ist ja auch 90 erwünscht. Ne, 85. Ja. Vorne war gerade so ein Schild. Ja, die Schilder, die zählen nicht. Die Schilder Diskussion hatte ich schon mit Wolle. Ja, das habe ich im Video gesehen. Die Schilder, die sind immer, weiß nicht, die sind grenzwertig. An die halte ich mich nie, weil das Ding ist auch zum Beispiel in England, ne, da hast du ja 48. Wenn du dich aber ans Schild hältst, fährst du falsch. Weil in England stehen halt auf den Schildern Meilen und nicht km/h. Ja. Tobi, du brauchst mir aber nicht in den Kofferraum kriechen. Tue ich nicht. Naja, du bist direkt hinter mir, ne? Na, so, ich hole dann mal wieder auf. Ah nein, scheiße, da wäre eine Tanke gewesen. Du, wir haben noch ein paar, so knapp über 900 Kilometer, da werden wir schon noch eine Tanke finden. Hä, ich muss 1000 etwas fahren. Ja, Tobi muss halt innerhalb der nächsten 1000 Kilometer tanken. Das heißt, wir müssen bald raus, nicht, dass er uns liegen bleibt. Ja, das geht gar nicht. Ich meine, 1000 Kilometer, was ist das schon? Das ist ein ganzer Sprung, ne? Also, in 5 Minuten schaffen wir das schon. Ah. Boah, scheiße. Raus? Wir müssen hier runter. Ja. Oh, ich hätte gerade aus Wetter gemusst. Ey, beruhig dich. Ja, ich weiß, aber du fährst ja uns mir hinterher. Weil du würdest ja nach Tschechien fahren. Deswegen würdest du ganz anders fahren. Das war ja das, was ich vorher meinte. Wird das hell? Hä? Wird das hell? Hell? Wie hell? Body. Nö. Wieso? Ey, Flo, du kannst hast du dein Fernlicht angemacht? Soll ich rechts fahren? Das ist, glaube ich, besser, ne? Ich glaube, ich fahre mal lieber rechts. Ja. Tobi. Ja? Hast du Fernlicht angemacht, oder was? Ja, für eine Sekunde, aber du siehst es ja. Ja, ich habe ja sowieso die ganze Zeit Fernlicht an. Also von daher sehe ich ja da keinen Unterschied, wenn du es anmachst. Slappy ist schneller als ich. Sogar er mit seiner Dreckschüssel ist schneller als du. Ich hab den gleichen Wagen hier. Was ist daran falsch? Ja, du fährst mit Automatik, das ist dein Problem. Ey, ich fahr auch mit Automatik, Tobi. Aber du hast keine Probleme, er schon. Ja.
Ja, wenn ich manuell fahren würde, Alter, das Getriebe wäre so im Arsch. Ja, es ist das Lustige an Tobi, ne? Selbst wenn er. Ich weiß nicht, Tobi, du hast auch denselben LKW wie ich, ne? Ja. Wenn wir beide an derselben Tanke uns voll tanken und ja, dann gleichzeitig halt losfahren, ne, muss er schon, weiß ich nicht, ein paar hundert Kilometer vor mir wieder tanken. Weil er verbraucht halt durch seine Schaltweise so viel Benzin. Da haben wir letztes Mal geguckt, man kann ja auch nachgucken, wie viel man auf 100 Kilometer verbraucht. Er hatte locker das Doppelte als ich. Also das war so geil, Alter. Dachte ich mir auch nur so. Ich fahre lieber mit Automatik, finde ich entspannter irgendwie. Weißt du, ich muss mich da nicht hier noch ums Schalten kümmern. Ich kann halt ganz entspannt hier mich auf die Straße konzentrieren. Also, was verbrauchst du gerade momentan an Sprit? Welche Taste war das nochmal zum Nachgucken? I, ne? I. Ja. Welche Zahl ist denn jetzt? Die obere oder die untere? Die obere. Alter, 50 Liter pro 0,0. Ich roll gerade, du Scherzkeks. Ja, jetzt roll ich gerade auch. Deswegen, ja. Du was von 80 oder so, oder 70. Ja, und ich 40. Ja. Also jetzt habe ich gerade bergauf, also so leichte Steigung, 24,7 verbrauche ich auf 100. 35. Ja, deswegen, also du verbrauchst halt wesentlich mehr. Ne? Ja. Aber es ist halt nichts Neues bei dir. Das sind wir schon gewöhnt, als ich zumindest. 23. Nee, Slappy hat das Spiel erst seit gestern und Flo hätte es eigentlich auch nicht mitspielen können, weil er halt die ganzen DLCs nicht hatte. Da habe ich für beide die Premium. Ein sehr großer Edition. Sponsor bist du. Ja. Ja. Naja, es ist. Also ich sag mal, es ist eine Investition, ne? Also. Ihr fahrt doch 90, ich fahr 85. Ich fahr auch exakt 85 und zwar wirklich auf den KMH genau. Ich wollte gerade sagen, auf den Cent genau, Alter. Nein, wir fahren genau 85 km/h. Nein, ich habe das deswegen gemacht, weil die waren eh gerade im Angebot und zwar mega im Angebot. Das ist sogar die Premium Edition, wo fast alle DLCs und auf jeden Fall alle Länder-DLCs dabei waren, nur 14 Euro gekostet haben. Weißt du? Okay. Und das lohnt sich halt extrem. Normalerweise kostet es mehr als das Doppelte. Ne? 50, 47, noch was. Ja, irgendwie so. Deswegen, und dann auf einmal 14 Euro, da muss man zuschlagen, es geht einfach nicht anders, ne? Und da ich noch über 70 Euro Steam-Guthaben hatte, warum nicht, scheiß drauf, YOLO. So können wir halt zusammen zocken, ne? Also, was ist los? Und immer dasselbe zocken ist ja auch langweilig, wenn wir immer nur GTA zocken oder so. Oh, Flo. Ja, tut mir leid, it's a fucking Spur. Oh scheiße, jetzt habe ich deine Planke geküsst. Ja, du sollst dich aufs Fahren konzentrieren und nicht auf irgendwas anderes. Oh, ich glaube, wir müssen gleich ein bisschen langsamer fahren. Ich glaube, ob Slavi ein bisschen zu sehr abgedrängt. Also bei mir war es, hast du mich fast in die Leiche gedrängt. Echt? Okay, ja. So hart war es bei mir nicht. Was macht ihr da hinten nur, Alter? Ich glaube, er hat schon fast meine Frontscheibe geküsst mit seinem Händler. Ich glaube, ich fahre gleich als anstaunendes Wauwau nach hinten, Alter, und pass von hinten auf, weißt du? Komm schon, da kommt eine Tanke. Du musst hier raus. Ja, alles klar, ich fahr ab. Passen eigentlich überhaupt die vier LKWs alle auf die Tanke? Scheiß drauf. Ja, da ist doch. Ist einer die Tanke. Ja, das. So wie du! So wie du, wo du voll gegen die Zapfanlage voll gegen gedonnert bist und BAMS! Er wollte kuscheln. Ja, das habe ich ja sogar auf Aufnahme, Alter. Das war das Geilste, ey. So, ich tank mal nicht, ich fahr hier nur durch und park mich hier ein. In 7 Stunden müssen wir sowieso. Also, ich muss in 7 Stunden eine Pause machen. Wie sieht's bei euch aus? Im Multiplayer musst du keine Pause machen. Ne? Wusste ich gar nicht. Ja. Meine Uhr piept, ey. Alter. So, Jungs, ich fahr mal hier durch. Obwohl. Oh, der schluckt, ne? Schluckt und schluckt. Ja, wie so eine polnische. Ne? Ich sag mal nichts dazu. Also, ich kann noch 1300 Kilometer, 1250 Kilometer fahren. Kann ich denn jetzt? Ich kann 2,5. Fertig? Ja, oh, aber ich will hinten fahren. Ja, kannst ja machen. Ich kann noch 2100 immer noch.
Alter, jetzt beim Anfahren. 200. Ja. Beim Anfahren hatte ich jetzt eben 80. 80. Echt? Ich bin jetzt wieder bei 110, 112. 60. 160. Was ist das unten? Der durchschnittliche Verbrauch, ne? Ja. 63, 50, 14, 44. Also der springt auch immer hin und her, ey. Ja, weil du fährst wirklich 85? Nee, gerade nicht. Ich habe nicht drauf geachtet, sorry. Was ist dein durchschnittlicher Verbrauch? Wir dürfen ja auch 90 fahren, ne? 39. Ja, siehst du, ich habe 55. Ja, durchschnittlicher Verbrauch 39. Wie schnell dürfen wir fahren? 85. 100. Du bist mal ganz ruhig, Lena. Ja, ich bin auch so oder so ganz hinten, also... Du bist das Letzte. Ey, vorhin war es noch Slappy. Auf jeden Fall, ich nenne die Folge das Letzte. Wer wird am Ende das Letzte sein? Oh Gott. Ich glaube, ich muss Slappy nur mal aus Versehen reinfahren. Ich glaube, das musst du nicht. Weißt du, was ganz mies ist? Aber obwohl, nee, mach ich nicht, nein. Wenn wir ihn einklemmen? Nein, wenn er hinter mir ist und ich einfach raustappe. Oh. Nee, dann fährst du ja trotzdem weiter. Ich halt an. Ich hab dann Standbild für ihn und er fährt. Nee, das Lustige ist, ich fahr immer weiter, wenn ich raustappe, ne? Echt? Ich fahr einfach geradeaus weiter, ja. Ist das nicht eigentlich, dass du dann Desync hast und sofort die ganze Zeit zurückgepackt wirst? Nee, ja, ich fahr einfach weiter. Also bei mir zumindest. Normalerweise ist es so, wie Tobi sagt, du bleibst dann stehen und wirst auch unbesiegbar, also unzerstörbar, du kriegst keinen Schaden. Wer fährt eigentlich direkt hinter mir? Hallo. Das ist Slappy. Über zwei Spuren? Hey, kannst du dich nicht für eine entscheiden? Nein, die sind beide so schön. Ja, dann bleib bitte auf der du jetzt gerade bist. Ich gebe dir einen Tipp, wie heißt das nochmal, wo die Geschwindigkeit angezeigt wird, diese runde Scheibe? Tacho. Tacho, genau. Ist dein Tacho genau mittig vom Lenkrad? Nein. Ah, okay. Dann geht das bei... Ja, bei ihm geht es nicht. Bei uns ist es so, da ist das Tacho genau in der Mitte und wenn du das Tacho, also wenn du fährst und das Tacho genau auf die Mitte deiner Spur ausrichtest, bleibst du immer genau perfekt in der Spur. Hm. Auch in Kurven. Naja, das habe ich leider nicht. Ich mach's halt anders. Ich mach's über die Spiegel. Ich gucke immer, wo meine Reifen sind. Und dann lasse ich die Reifen halt an der Spur entlang kratzen. Aber ich komme auch öfter mal von der Fahrbahn ab. Ungefähr so. Hui! Also ich sehe meine Reifen nicht mehr. Du meinst so ungefähr oder was? Ja, ich sehe meine Reifen. Also ich verwende ja links den Außenspiegel. Oh, was hat der denn jetzt? Motorfehlfunktion? Nee, alles gut. Hast du Motor ausgemacht oder? Nein, alles gut. Die Handbremse gezogen. Nein, ich weiß nicht, was die Handbremse ist. Feststellbremse, Leertaste. Nee, hab ich nicht. Ey, was war denn los bei dir? Ich hab aus Versehen eine falsche Taste gedrückt. Motor aus. Keine Ahnung. Ja, aber dann ist doch instant stehen geblieben. Passiert. So, nicht Flo. Was? Wirklich? Nee, ich meine Wolle. Fährst du wirklich nur 85? Ja. Meine ich ja, der fährt. Ey, ihr könnt euch das in der Aufnahme ja dann angucken, Alter. Ich fahr wirklich nur 85. Nee, weil du bist immer schneller als wir. Oh, mein Headset ist ausgegangen. Mein Akku ist mal wieder leer. Zum Glück geht's hier geradeaus. Dann kann ich nämlich nebenbei mal mein Headset einstecken. Ja, Slappy, warte doch einfach einen Augenblick, weil du musst hier links auf die Spur. Voll uncool. Alles gut. Ja, warte mal, du bist gerade... wechsel mal auf links. So. Ja. Okay, da bin ich wieder. Ja, und Kurve. Ja, und? Ja. Lass die Kurve Kurve sein. Ich habe ja trotzdem hingeguckt, ich habe es ja gesehen. Wir machen eine etwas längere Folge als 20 Minuten. Machen wir ein bisschen länger. Komm, mit 20 Minuten kommen wir gar nicht hin. Wir sind jetzt schon bei 20 Minuten. Was? What? Nee, ich würde es ja aufteilen, weißt du? So. Ja, Entschuldigung. Alter, Slappy, bei mir
sieht es im Spiegel aus, als würdest du gleich gegen mich ditchen, aber guck ich rechts raus, bist du noch voll weit weg. Willst du nicht mal Gas geben und wieder bei Bolle aufschließen? Will ich hören. Wer ist das eigentlich direkt hinter mir? Das Hallo. Ach, Tobi. Na, Tobi ist direkt hinter mir. Boah, mein Headset geht an, aus, an, aus, an, aus. Ja, da muss man Tobi fragen. Gut, dass ich das Problem nicht mehr habe. Ja, bloß der Unterschied zwischen Tobi seinem Headset und meinem Headset ist, dass er immer das Mikro auch vom Headset verwendet hat und ich nicht, weil sonst würde mein Mikrofon immer mit ausgehen. Und das tut es bei mir nicht. Jo, jetzt rast er aber. Ja. Nee. Komm, Slappy, fahr rein. Slappy, wie viel Fracht hast du? Nee, kann ich mal gleich nachgucken, weiß ich nicht. Weil irgendwie ich mit meinen 17 Tonnen komme da kaum hinterher. 17 Tonnen hast du, ich hab 16. Ich hab 18. Oh, der hat 15. Lass mich raten, er 10 Tonnen. Oder 8, Alter. I don't know. Er transportiert Downfedern. Nein, er das ist einfach... F6. F6. Ja, Metalldosen, 4 Tonnen. Ja, kein Wunder, dass du so viel. Und was transportierst du? Metalldosen. Was? Metalldildos? Metalldosen. Und dafür bekomme ich 62.000. Oh, ich höre schon wieder nichts, ey. Ich hasse das jetzt. Möchte jemand Bohnen haben? Dosenbohnen? Auf die Nüsse. Dosenbohnen, Alter. Ah, shit. So, was transportierst du, Slappy? Ich hab's. Metalldosen. Ach, Metalldosen. Wie viele Tonnen? 4. 4 Tonnen? Ja. Wow. Und für diese Metalldosen bekomme ich. Dafür krieg ich auch noch Geld. Weißt du, die hätten sie bei mir noch mit reinladen können. 63.000. Ja. Lol, dafür. Er kriegt mehr als wir, Alter. Ich krieg 52.000 und ich transportiere 18 Tonnen, Alter. Ja, ja, Dito. Was transportiere ich überhaupt? Pflanzsubstrat, Alter. Das bei denen mal ein Bäumchen, Alter, wächst, Alter. Ich krieg 53.000 für Dosen-Thunfisch. Und lustigerweise wiegt dieser Thunfisch dann einfach mal 12 Tonnen mehr. Ja, siehst du? Und trotzdem ist meine Fracht wertvoller. Kann ja eine Menge Dosen, Leute, da zu sein. Nein, die Dosen sind 100% aus Gold. Wo fährt Slappy gerade? Hinter dir. Hinter mir? Jo. Ja. Mitte okay. Aber. Okay, ich sperre vorne die Straße ab, flog ganz hinten und Tobi überfällt Slappy. Hallo? Er hat die wertvollste Fracht, Alter. Das müsst ihr jetzt mal hinkriegen. Ja, einmal querstellen gleich, ja. Einer vorne, einer hinten, schon kommt ja nicht mehr durch. Eben. Also ich würde es ja machen, wenn ich wüsste, dass Slappy mir nicht voll in die Seite reindonnert. Dann hätte ich ihm das mal demonstriert. Hallo. Nicht hin rein von hier. Warum hast du gesehen, wie knapp ist er? 88 Schaden. Das Dankeschön. War knapp? Das war ich nicht. Was war knapp? Ich hab 17 was? Schaden am Motor, Tobi. Wer weil ich bin hier nicht reingefahren. Irgendjemand ist mir hier reingefahren und jetzt hat meine Fracht 88 Damage. Aha. Jetzt ist sie doch nicht mehr so viel wert. Tobi. Ich glaub, das war's. Ich bin ihm echt nicht reingefahren. Das hab ich sogar auf Video. Desync. Desync, Leute. Desync. Alter, ich muss 70 fahren, damit ich nicht die ganze Zeit so nah an dir dran bin. Ey, überhol doch einfach. Ich geb jetzt auch ach wieder mal, Gas. Jetzt krieg ich kein Geld. Will ich aber nicht überholen. So, Leute, ich werde jetzt mal. Ne? Und. Ne, ihr wisst Bescheid. Also, Leute, ich sag mal, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn wir gleich weiterfahren. Ich werde hier einfach einen sauberen Cut machen und wir sehen uns gleich wieder. Ciao, Leute. Tobi? Ja. Tschüss. Tschüss.